Thank you so much for having me to this conference, even though I don't have any sort of digital trauma whatsoever. Let me tell you what I plan to do today. It's split in two parts. First part is a video interview I did with my colleague Mark Waschke, who will tell you how he spent quarantine working as an actor being automated. You also have to know that Mark is one of Germany's most recognizable TV actors. So he will tell you about the digital aspects of his job this year. And then I will pick up and give around 10 minutes presentation on the 10 worst things in 2020 told in memes with a bonus track. But first, let's start with showing the video with Mark. Let's share the sound as well. Share and run. Vortrag. Let's start again. Okay. Herzlich willkommen zu meinem Internetvortrag Vorteile der Automatisierung im Berufsfeld des Schauspielers / der Schauspielerin. Ich habe ja nichts mehr zu tun jetzt. Es ist alles abgesagt. Also es ist erst auf Kurzarbeit gesetzt worden und dann ist alles abgesagt. Dann ist auch noch die Kurzarbeit ist auch noch abgesagt worden. Ich habe keine Aufträge mehr, weil seit diesem Corona-Dings ist das alles, liegt das alles brach und flach. Kein Anruf mehr. Marc, willst du einen Cop spielen? Nichts da. Keine Polizeiserien mehr, keine Cop-Serien mehr, keine Action-Polizeiserien mehr, keine Polizei-Action-Serien mehr. Ich muss den Avatar hier animieren. Ah! Oh. Bulle mit Herz hieß das eine Ding, Cop in Bedrängnis hieß das andere, zwei Streifenhörnchen für ein Halleluja hieß das andere, Lulia, weil die Julia war, die Freundin von dem einen, der ist dann später bisexuell geworden. Da habe ich den ersten Lover von gespielt und den zweiten und jetzt wird das hier halt alles nur noch animiert. Aber die Leute gucken es, die merken den Unterschied gar nicht. Die haben das so einem Testpublikum gezeigt, da haben die erst mich gezeigt und den Avatar und die haben keinen Unterschied gemerkt. Dann haben sie gesagt, ich soll den Avatar einmal animieren und dann bin ich raus. Das ist die Gefahr. Das heißt, ich arbeite an meiner eigenen Eliminierung. Deswegen wird der hier animiert. Und wenn der das dann so richtig gut macht, wird der rausgelassen in die freie Fernsehwildbahn TV live, kann man den dann sehen, kaufen, mieten. Holla, holla, holla! Ja, mit Zunge lecken, das ist auch was für ihn. Aber du siehst überhaupt nicht aus, als wäre das dein Fetisch. Deine toten Augen, Deutschland hinter der Sonnenbrille, sind leer. Das haben die durchgerechnet und gemerkt, das spart enorm viel Zeit, Geld. Man müsste so einen Flickflack machen können mit ihm. Man müsste einmal seinen Arsch auf den Boden kriegen, so einen Hegelflickflack, ja? Dass der nochmal vom Arsch auf die Füße gestellt. Jetzt sitzt er noch auf dem Boden. Ja? Die Polizisten haben die Welt unterschiedlich interpretiert, aber es geht darum, die Polizisten zu verändern. Vielleicht kann ich, ohne dass die das mitkriegen, weil ich habe jetzt das hier gekriegt, um da zu Hause für diesen Kopf zu basteln, wenn ich mir davon eine Kopie ziehe, von dem Kopf, also eine Kopfkopie, die ich immer dann heimlich so mit dabei habe und wie eine Katze aus dem Sack habe ich dann den Kopf aus dem Sack. Und wenn mir einer auf den Kopf hauen will, hole ich den Kopf aus dem Sack. Ich komme jetzt aber mal zu den Vorteilen. Erster Vorteil der Automatisierung ist bessere Abrechenbarkeit. Man kann das punktgenau, kann man das abrechnen. Ab Millisekunde 15 ist dann Schicht im Schacht und dann braucht man auch keine Stechkarte nicht. Auch die Lohnsteuerkarten entfallen, weil es direkt per PayPal vom Konto abgebucht und hinzugefügt werden kann.
Zweiter Vorteil, direkte Einflussnahme durch den Produzenten ist möglich. Das heißt, der Produzent, der den Avatar bedient, die können gemeinsam dann bis punktgenau den Schauspieler fahren. Nächster Vorteil ist, Schauspielergewerkschaften gibt es dann nicht mehr. Jegliche Absprachen, wie man sich gemeinsam verbündet gegen die da oben und gegen welche Zusammenhänge, gibt es dann nicht mehr. Bei Starbucks, habe ich gerade gelesen, haben jetzt nochmal Leute gestreikt, weil die wenigstens den Mindestlohn haben wollten. Und dann hat Starbucks gesagt, wenn ihr streikt, holen wir uns polnische Saisonarbeiter ins Berliner Starbucks rein. Und dann ist was Blödes passiert, dann hat sich die polnische Gewerkschaft solidarisch erklärt mit den deutschen Starbucks-Arbeitern. Dann konnte Starbucks immer noch niemanden mehr dort arbeiten lassen. Vorteil von der Automatisierung, man holt sich einfach einen Avatar. Der sieht dann zwar aus wie ein Polizist, aber im Starbucks kann der bestimmt auch mal kurz den Knüppel aus dem Sack lassen. In Ungarn hat ja auch die Leiterin von diesem einen Museum vorgeschlagen, das ist doch auch besser gegen Migration, weil wenn man das alles nur noch animiert hat, überhaupt im ganzen in der Arbeitswelt, dann braucht man die ja auch nicht mehr, die nur kommen, um uns die Spargelstecherjobs wegzunehmen. Die braucht man dann ja, das können dann nicht mehr. Das machen alles. Vielleicht haben die dann auch alle so Schirmmützen auf. Dann können die beim Spargelstechen mit dem Knüppel auf den Spargel einschlagen, bis der von selber rauskommt. Das kann der. Vielleicht kann man den Spargel auch selber mal animieren. Da ruft jemand an, es ist die Agentur. Bitte warten. Please hold the line. 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 Bitte warten. Meine Agentur hat gerade angerufen. Ich habe wahrscheinlich doch nochmal, das klappt vielleicht doch nochmal mit der einen Cop-Serie, wenn ich, die werden das schleichend einführen, diese Avatare, dass man das nicht so merkt. Die werden, Cop-Teams sind meist zu zweit, Starsky und Hutch, Caro und Rubin, Mark und Waschke, und die werden dann, man wird das so machen, dass ein Schauspieler mit einem Avatar zusammen im Auto durch die Stadt fährt. Und dann kann sich der Schauspieler entscheiden, schickt er den Avatar vor. Wenn der oben erschossen wird, kann immer noch der Schauspieler danach weiter ermitteln. Weil wenn der erschossen wird, kann man ihn nicht so leicht ersetzen, den Avatar schon. Dann holt man einfach noch einen Cop aus dem Sack heraus. Man hat ja einen zweiten und einen dritten. Wenn die Daten einmal archiviert sind, bang! Ein anderer Vorteil ist, Sexszenen, die jetzt auch in Cop-Filmen mehr und mehr beliebt sind, weil gerade die Genderfrage ja auch im Bereich des Polizistenseins immer wieder neue Blüten treibt. Man entdeckt, dass der Polizist, der nicht nur empathisch ist, sondern der auch sexuell verfügbar ist, dass der für den Zuschauer, die Zuschauerin interessant wird. Sowohl als Lustobjekt als auch als Regulationsobjekt. Wenn der, der die Gesellschaft regelt, auch gleichzeitig noch sexuell interessant sein könnte, ist er natürlich am Computer viel besser zu regulieren und zu justieren. Wenn die Sexualität zu sehr in die eine Richtung ausschlägt, kann sie ganz schnell per Touchscreen wieder zurückreguliert werden. Das hat auch einen haptischen Moment, wo man dann auch noch mit olfaktorischen Einflüssen, die Kärtchen, die man dann vom Fernseher aufreißt und riechen kann. Das ist ein Wirbelwind der Gefühle und der Sinne. Man wird befeuert, alle Synapsen knallen auf und zu und mit dem Hegel ist dann Ruhe. Und das sollen jetzt alles die Avatare übernehmen und das sollen die glaubwürdig machen. Da gibt es den einen, der spielt den Cop, und der andere Cop, der kommt dann von hinten und sagt, so wie du den Cop spielst, so ist er nicht. Und haut mir Kopf auf den Kopf. Und dann rufe ich um Hilfe. Aber welchen Kopf rufe ich um Hilfe, wenn mir der Kopf auf den Kopf haut? Das eine, was mich auch noch irritiert, aber ich habe ja selber gar keinen Computer. Wenn man in echt
nach rechts guckt, guckt der Bulle nach links. Also die Justiz ist hier blind, aber da, nein, an der B96, da haben die demonstriert. Da standen die mit Fahnen und manche waren schwarz-weiß-rot und andere waren schwarz-rot-gold. Und wir haben gefragt, gegen was demonstrieren Sie denn? Wofür demonstrieren Sie denn? Und die eine Frau sagte, den Coronavirus, ich glaube halt nicht an den, hat sie gesagt. Ich glaube da halt eben nicht dran. Und dann kam eine Folge von Sätzen, die hätte man nicht besser würfeln können, die Sätze. Also alles diese letzten Jahre, was da so kam, eins nach dem anderen, das wurde ja auch immer schlimmer. Und hier ist ja auch keine Freiheit mehr. Und wenn man dann mal einmal sagt, das muss doch mal, dann kommen die gleich und nichts, nichts mehr. Und dann ist man ja auch da dem ausgeliefert. Und dann kommen die und sagen, naja, hier Maske auf, die Maske, das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja für mich gar keinen Sinn. Wenn ich, hat sie gesagt, wenn ich in die Maske ausatme und dann atme ich wieder ein und dann ist da der Corona drin, dann atme ich den ja gleich wieder mit ein. Das kann ja gar nicht schützen. Hat sie gesagt. Und dann haben sie sich aufgeregt, weil sie Filme gesehen haben, wo Kollegen von mir, und dann wird der eine Polizeier wird auf den Boden gehauen und dann wurde das untertitelt, damit man das versteht, dass ein Polizeier, dass das ein Polizist ist. Der eine Polizeier liegt auf dem Boden und muss von dem anderen gerettet werden. Und dann muss der Polizeier noch ertragen, dass er noch einen Tritt kriegt und dass er dann nochmal vom Kopf auf die Füße gestellt wird, wie der Herr Hegel. Dann haben die sich getroffen, der Herr Hegel, der Herr Hegemann und der Polizeier, die haben sich nicht getroffen. Das trifft sich, das kann sich auch nicht treffen. Da kann sich die eine Front nicht mit der anderen Front treffen. Nein, nein, nein. Die muss schön quadratisch bleiben im Kasten. Der Frontverlauf muss mehr im Kasten bleiben. In Neukölln gibt es diese Anschlagsserie, die wird nicht aufgeklärt, da sind schon 300 Kinderwagen verbrannt und die Briefkästen stehen noch in Flammen, aber da schreibt auch keiner drüber, weil wir alle vor unseren Computern sitzen und alle nur noch, auch die Feuerwehrleute werden jetzt auch animiert. Die kommen dann nicht mehr selber, sondern man kann dann so einen Link runterladen und dann kann man sich den Avatar aussuchen von einem Feuerwehrmann, der dann den Kinderwagen löscht, den irgendwelche Faschisten in Neukölln angezündet haben. Aber hinter in der BZ steht nichts davon. Ist hier bei uns in der Struktur hier ein Rassismus drin? Da soll hier überall ein Rassismus sein. Das kann ja gar nicht sein. Hier bei uns, bei der Polizei, gibt es ja keine Rassen. Da gibt es vielleicht den Rasen. Ja, so sehe ich das erstmal. So. This was the last year, according to my colleague, Mark Waschke, arguing from the performing arts. And I am going to share with you my take on it. The worst of 2020 in Herzlich willkommen 10 zu meinem memes. Mark, nope. You're done. Thank you. Okay. So let's start with number 28. I know it's not part of 10, but it's approximately how I would situate the topic of the conference, namely the fact that last year everyone suddenly found themselves online. So you had this massive amount of confused people who were trying to use Zoom or the Amazon Cloud or Google Hangout or stuff like that, and were stuck between being completely bewildered and befuddled and loving it, and all the while completely neglecting the fact that 2020 was the year of the big data grab. In that respect, nothing really changed.
the online sphere has for a decade now being the sphere of the big data grab. It's just that in 2020, everyone seemed to suddenly forget about that fact, forget about the fact of online surveillance, and so on and so on. All of this suddenly seemed negligible. Plus also in 2020, most people lost a week just by telling people to unmute themselves on Zoom. Number nine, even worse were people who refused to go online under the conditions of pandemia. In Germany, Corona deniers are wearing a sticker saying huggable. It's a real thing with incels in Germany right now to wear this sticker called huggable. So all sorts of IRL kitsch were being weaponized by people who wanted to defend their, you know, internetless condition and force people into unnecessary contact because it just turned out to be more convenient. The Berlin school system is a brilliant example. They just forgot to connect schools to broadband for the past 15 years, and now they pretend that, you know, education can only take place face to face, which in this context is really just a pretext for doing nothing. And in the art world, I think that another motivation actually is more popular, because everyone knows that the online sphere is extremely populist. It is driven by eyeballs and quantity. It constitutes a playing field in which conventional players suddenly realize that they were robbed of any sort of advantage or privilege which they considered innate and sacrosanct, like, for example, the privilege to determine, basically power in the art world by allocating exhibition space, for example. So all of them find themselves basically in the fray with everyone else on Instagram, and the reaction looks somewhat like this. Let's move on to number eight. And number eight was the nostalgia for normality. And just in case you didn't notice, I think that this is actually what normality normally looks like. And if you do want to go back to it, I really don't. I'd rather, you know, do Zoom meetings 24/7 on a bad internet line than going back to an art world which is dominated by over-tourism, whitewashing of big pharma, weapon peddlers, and the discreet charm of the oligokleptocracy. Number seven, even worse, people thinking that somehow pandemia will trigger a post-capitalist utopia somehow automatically. And a lot of people seem to think that pandemia will sort of miraculously fix everything, introduce solidarity, empathy, ecological thinking, and so on and so on. And according to this theory, pandemia turns people into peace doves somehow by miracle, and we have to just sit back and wait to be turned into pigeons. Number six, worst thing in 2020, people complaining about home office. Home office has been a default condition for many women who tried to somehow completely imperfectly reconcile domestic demands with some form of labor. And last year they were joined by many other white collar workers, which usually benefit of offices where children's demands do not interfere. Let me please add that from my point of view, I think it's absolutely liberating not to be dragged on a 5 a.m. EasyJet flight just to attend a meeting which could easily also have happened online. And I don't even want to mention the vast majority of people who cannot perform their labor online and are being drafted into
physical contact without having any sort of options. A hint, there's a lot of people who are in the closet in relation to complaining about home office. You can identify them because they post sourdough fetish. Number five of the worst things of 2020 is the art fair online viewing room. How did Big Boy Art react to this apparently completely new thing called the internet by creating a JPEG on Photoshop and selling this newly minted real estate for a lot of money? Number four. Worst thing in 2020, the inflation of trauma. In 2020, everyone was traumatized by everything, even by Art Basel online viewing rooms. It goes without saying, if everyone is traumatized about everything, then in a way no one is. Strangely, imagining oneself a victim seems to constitute some form of private property, and maybe this is the only private property which cannot be taken away, which is why it is so appealing. Trauma is an authorizing force. It has taken the place of practice, of agency, maybe of labor itself, as constituting the bedrock of defining the essence of humanity. Bonus point, in some cases, trauma seems to be a socially more acceptable form of white fragility. Main example is white people being traumatized by white fragility. Number three worst thing in 2020 is the usage of the word unprecedented, which you can see has absolutely skyrocketed last year to the point of actually losing any kind of meaning. If you compare it with the usage of the word new, which has sort of trickled away during the last years, you realize that for all, you know, this incessant talk about the new novelty, everything having to be new, when something new actually really happens, it turns out that most people are scared of it. Number two worst thing in 2020 is the face-to-face complex, which manifests as whining about masks in one instance, or maybe screens in the others. Everything needs to happen face to face. Can also manifest as the blockbuster logic of contemporary art is great. You can easily draw masses into confined spaces. This is wonderful, but you know, clickbait for masses, that is actually totally awful and cannot be done. And I don't usually care about origin, but harking back to what Marx said about the beginning of theater, it turns out that there would be no theater at all without masks. There is no actor without an avatar, so to speak. The beginning of liveness is constituted by alienation, by introducing a sort of rupture into presence and not being there. This mask can, of course, also be a screen. And the only time I think a screen is somewhat misleading is when you confuse an image of a person talking to you with some kind of real person. And this is definitely not the case. So, and this leads people to sort of try to speak the manager of the internet because they feel robbed of talking to a real person when looking at actually a screen or a mask. And in relation to masks, one could also say that there was a big study which once and for all confirmed the usefulness of masks. This is a photo which was taken during this scientifically gold standard study. Okay, we are moving to number 2+. I had to sneak it in, I'm really sorry, and this is
intersectional imperialism or the return of US dominance from the side entrance. This year, the world got completely eclipsed by the domestic convulsions of the US trying to get rid of civilization. A strange dialectical twist, because in a year that was superficially very much focused on discussions around decolonization, et cetera, in exactly the same year, US concerns and standards imposed themselves on most other local conversations, thus undoing an international and in parts maybe almost global conversation that had started happening within the past two decades. Another example for intersectional imperialism from the Department of Defense in this meme. And at number one, the massive multiplayer live performance in physical space by corona deniers and right wingers, like the demonstration you saw in the video with Mark Waschke. And the main components of this kind of spectacle are lots of people with stickers saying Huggable, that's one thing, then open air discos reminiscent of medieval dancing manias by hardcore nationalists, then big gear like water cannons to achieve a sort of team lab immersive installation feeling in a perfect replica of the big theatrical spectacle art of last year's, through which presence was commodified as a mass product, so to speak. And of course, the denial of reality of any kind. In 2020, blockbuster art got infected with mass mania. And because I don't want to end on a sort of depressive note, I want to end on the best thing in art in 2020. And it's not this. This is the curator / the art institution which saw that thing and which went like, when you dedicated your whole life to building an art institution, but aliens get the credit, what the fuck? And of course, you already know what I'm talking about. I'm talking about the monoliths, which were alien positive art form this year, distributed, collective, outdoors, both mediatized and IRL, not relying on any formal institutions, but on art expertise and art history, working very well both on and off screen, but projecting the possibility of another galactical or even cosmic art world. And here is my scoop at the end. Through compulsive forensic research, I was able to identify the artist behind all of these monoliths, which, as you can see, has already been adopted by George Takei. This is my artist of the year, this cute little alien. And by the way, this meme, as almost all the others, was provided by my daughter, whom I have made this selection in some sort of interspecies collaboration, as she tried out to root out my boomer memes somewhat unsuccessfully. And I will end on reading a quote from the Star Trek fandom wiki about monoliths. Monoliths make no attempt to keep their existence a secret. They are all around us, just rather impossible to encounter. Monoliths communicate through visions and screens. They can potentially affect the course of all history, though the extent of their involvement remains completely unknown. Their area of operation is the entire universe and beyond, apparently. Thanks a lot for your attention.